Willkommen zurück zur zweiten Folge von The Forest und ich musste feststellen, dass das mit dem Speichern offensichtlich noch nicht ganz so gut funktioniert, weswegen ich jetzt also wieder frisch in diesem abgestürzten Flugzeug sitze oder stehe. Wer das... Hoppla. Wo habe ich jetzt den Stein her? Wie werde ich den wieder los? Geh. Okay. Das heißt... Im Grunde stehen wir also nochmal genau da, wo wir gerade standen. Macht aber insofern nichts, als dass wir jetzt, glaube ich, relativ flink wieder an denselben Punkt kommen können. Ach, und ich bin immer noch unzufrieden mit der Mausempfindlichkeit, obwohl ich die eigentlich schon fast vollständig runtergedreht habe. Ich weiß auch nicht, ob sich da wirklich was verändert. Egal. So, da haben wir die Axt. Okay, dann werden wir erstmal noch schnell ein paar Koffer zerschlagen. Pillen und da gibt es nämlich auch Klamotten. Klamotten, was ist das? Clothes. Can be used for crafting. Aha, okay, die können wir also irgendwie zusammenführen mit irgendwas. Na, mal gucken. Wir müssen mal noch ein paar weitere Koffer knacken. Diese komischen Elektroteile hier wieder mitnehmen. Zack. Zack. Komisch, heute gar keine Tennisbälle dabei. Okay. Das ist eigentlich die gleiche Stelle, an der wir jetzt abgestürzt sind. Sieht nicht so aus. Nee, ist tatsächlich, wir sind ein bisschen an einer anderen Stelle abgestürzt, offensichtlich. Egal. Wir bleiben aber bei unserem Plan. Ah ja, ach guck mal, da hinten laufen sie. Die ganzen Kollegen. Haben die da meinen Sohnemann dabei? Nee. Der hat nur ein komisches Geweih, der Typ. Jetzt nehmen sie da Aufstellung. Was machen die denn da? Jetzt rennen sie los. Okay. Da hinten sind noch mehr von denen. Gott, sind das viele. Na, das kann ja lustig werden. Gut, also dann werden wir, glaube ich, mal relativ schnell irgendwie damit loslegen, uns hier so eine kleine Behausung zu bauen. Unser Survival Guide. Hunting Shelter. Ja, finde ich gut. Das ist das Ding, was wir beim letzten Mal auch hatten. Das bauen wir uns jetzt erstmal hier irgendwie hin. So. Und dann geht's ans Bäume fällen. Ach ja, gedrückt halten funktioniert ja nicht. Wir brauchen also 8 Stück Holz, 9 Stöcker und 5 Steine. Sollte funktionieren. Na. Ich habe, glaube ich, auch gleich nicht den dicksten Baum ausgesucht. Ah, der fällt wenigstens direkt auf unsere Baustelle. Mit dem interessanten Nachladegeräusch. So, das waren die. Hier haben wir schon mal ein Steinchen. Aber den hier noch fällen. Das mit den Bäumen gefällt, das gefällt mir schon extrem gut. Überhaupt, ne? Textur, Qualität, Grafikqualität für einen Indie-Titel. Schon echt amtlich. Na los. Jetzt haben wir einen. Der kippt da runter. Gott, ich glaube, um hier so einen ganz alten zu fällen, da bist du aber auch eine ganze Weile unterwegs. So, 4 brauchen wir noch. 1, 2. Kann er nicht mehr? Ja, 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 ist doch gut. Meine Güte, der schnauft aber auch, als würde er 4 Schachteln am Tag rauchen. So, jetzt Steine. 1, 2, 3. Was gibt's hier? Blätter. Brauchen wir ja dann irgendwie, glaube ich, zum Feuer machen. Dann haben wir hier noch. Jetzt brauchen wir noch ein Stückchen. So.
Was war das? Was war das? Na, kann man das nicht umhauen hier? Offensichtlich nicht. Oh, was machst du denn da, Junge? Hockst du da rum? Naja. Bloß zu, dass du Land gewinnst. Bad. Hör mir nicht so an. War ein Wunschkind. Na komm da ran jetzt hier. Ach, du ahnst es nicht. Also das ist schon tatsächlich echt sehr unangenehm. Wett. Wie von Baum zu Baum hüppen. Und in den Steinen drin stehen. Das sieht doch richtig gut aus. Wie, ist das Schiss vor mir oder was? Seid ja putzig. Was ist das denn hier? Naja, Alpha, wa? Den schnapp ich mir. Das ist eine Sie. Und die ist auch noch nackig. Ich fäll jetzt gleich den Baum, auf dem du drauf hängst hier. Machst du denn dann? Hm? Gar nicht, Master. Oh Mann. Kommt hier zu nichts. Ich kann so nicht arbeiten, wenn hier ständig irgendwelche Leute rumpimmeln. Das geht so nicht. Und noch ein paar Stückchen. Wow. Ja, guckt's dir an, ja, du Vogel. So. Hab ich irgendwo eine Lebensanzeige? Ja, ich bin im Grunde schon am Arsch. Also wenn ich jetzt die Mausempfindlichkeit noch so einstellen könnte, dass ich was damit anfangen kann. Sind die, ist der jetzt tot? Oh. Habe ich in seine Einzelteile zerlegt. Okay, aber vielleicht habe ich jetzt erstmal insoweit ein bisschen Ruhe, dass ich hier irgendwie mal an meiner Hütte weiterbauen kann. So. Das Bein kann ich mitnehmen, aber so hungrig bin ich jetzt auch noch nicht. Ich werde mal einen Schluck trinken. Ja, das war gut. So. Oh Mann. So, ja, mal irgendwie hier diese den Weihnachtsbaum hier noch legen. Genau. Das müsste es doch jetzt eigentlich gewesen sein. Es ist irgendwie diesig. Fertig. Fantastisch. So. Und jetzt, Und jetzt. Stehen die da hinten schon wieder oder was ist das? Nee, ach, das sind Bäume. Naja. So, jetzt brauchen wir noch irgendwie. Bis zur Hecke. Ja. Jetzt gucken wir mal, wie man ein Feuerchen macht. 7. Was? Ganzen Vögel hier. Eingesammelt, die Federn. Cool. Wer weiß, wofür das nochmal gut ist. Also für so ein Feuer brauchen wir irgendwie 7 Blätter und 2 Stöcker. Place. So. Sind schon wieder welche. Hab ich doch nicht die ganze Zeit mit diesen Typen hier irgendwie kloppen. Das geht doch nicht.
habe doch auch noch andere Dinge zu tun. So. Kann ich eigentlich auch blocken? Nee. Ja. Was sagst du jetzt? Ich habe Feuer gemacht. Du mögen Feuer? Mögen du Feuer? Nicht mögen Feuer. Ist das hier? Die naja, verstehe. Also so Pop-Ins gibt es tatsächlich noch. Ich nehme mal an, da wird noch dran gearbeitet. Das sieht manchmal noch ein bisschen merkwürdig aus. Aber das gibt sich vielleicht noch. Ah, was? Ach, ich bin in mein Feuer gelaufen. Ich mich erschrocken. Kann ich da jetzt irgendwas gegen tun? Nein, ich verbrenne jetzt einfach. Das ist weg. Gut. Ich mich erschrocken. Ich kann jetzt hier noch die Blätter aufnehmen. Ah, da kann ich das Feuer nochmal anfachen, indem ich noch mehr Blätter reintue. Okay, verstehe. Was? Irgendwie höre ich hier merkwürdige Geräusche. Ich werde mal noch ein zweites Feuer machen. Schadet ja nix. Nee. Falsche Taste. Achso. Beeren, die man essen kann. Beeren, die giftig sind. Okay. Und noch ein Feuerchen bauen. Hier so hin. Jetzt noch zwei Stöckchen. Gehen ja mal irgendwie nicht, aber die hier. Also die Geräuschkulisse gefällt mir schon wieder überhaupt nicht. So. Spitzenmäßig. Jetzt haben wir also ein bisschen Feuer. Was ist das? Flugzeugteile. Ist eigentlich noch irgendwas in dem Flugzeug, was wir brauchen? Wer weiß. Achso, es könnte eventuell schwierig werden, da wieder reinzukommen. Können wir ja auch versuchen, was zu essen zu machen. So. Ein bisschen frischer Leguan. Aber ich mir nicht so einen Hasen genommen habe, wie es auch kein Mensch. Covered in blood. Wash it off to avoid infection. Dann müsste ich jetzt irgendwo hingehen, wo Wasser ist. Was weiß denn ich? Aber wir... Ach, die Sonne steht noch weit oben. Da können wir eigentlich mal ein bisschen durch die Gegend laufen. Ich glaube, ich ziehe mir hier noch irgendwie so ein... Achso, nee, ich komme ja nicht mehr in das Flugzeug rein, um mir noch so Flugzeugfraß zu ziehen. Na, dann gucken wir doch mal ein bisschen durch die Gegend, was der Wald so für uns zu bieten hat. Ja, also das zeigt uns an, wo unsere Heimat ist. Okay, also den Weg zurück finden wir auch wieder, das finde ich gut. Hier, Stückchen, sicher, sicher. Also ein Leguan soll es mir nicht mangeln, offensichtlich. Klingt aber auch. Patsch, patsch. Gibt's hier? Nix. Das ist nicht das, wo ich vorhin gelandet war? Im letzten Anlauf? Ich weiß nicht genau. Ah, ich muss mir das Blut abwaschen, aber. Noch kein Wasser gefunden. Und ich weiß nicht so ganz genau, wie weit ich mich jetzt von meinem Lager entfernen sollte, ohne Gefahr zu laufen. Nicht mehr rechtzeitig zurückzuschaffen. Ja, hübsch, so ein Wald. Hier. Guck mal. Gebäude. Zeichen der Zivilisation.
möchte man meinen. Wohnen hier die Wilden? Die Musik sagt mir, du solltest hier nicht sein. Die vielen Totenschädel übrigens auch, was zur Hecke. Okay. Die Tennisbälle. Da kommen sie wieder. Und ich glaube, sie finden es nicht lustig, dass ich hier bin. Ja. Ja. Zieht euch zurück. Vati hat eine Axt. Und er hat keine Angst davor, sie zu verwenden. Ich würde mir eigentlich ganz gerne erst den Schamanen schnappen wollen. Feigling. Also wirklich. Die kommen nur auf mich zu, wenn ich ihnen den Rücken zukehre. Also sowas Feiges. Wir lassen dieses Lager erstmal Lager sein, glaube ich. Warum kann ich die... Doch, jetzt kann ich sie knacken. Tennisbälle. Brauche keine Tennisbälle. Ah ja, hier gibt es noch mehr Hütten. Und es war stille. Wer weiß. Okay. Ich glaube, es geht auch langsam die Sonne unter. Vielleicht sollten wir doch dann lang mal irgendwann gucken, so Richtung Heimat zurückzukehren. Naja, Küste. Ist nicht unbedingt leicht, daran zu kommen. Offensichtlich habe ich Hunger. Das hier. Sieht aus wie Bombay Sapphire Gin. Trinken wir erstmal noch was. Ah, ich glaube, ich sollte langsam was essen. Also so richtig runter zu dem... Ach doch, hier. Kommt man zu dem Wasser... Ich glaube, das werden wir uns mal angucken. Vielleicht können wir uns da wirklich das Blut abwaschen. Oder der Regen macht's für uns. Das geht natürlich auch. Also richtig an den Strand runter kommen wir hier auch nicht. Da ist ein Boot. Gefällt mir alles nicht. Jetzt erstmal zurück Richtung Camp und guck mal, ob ich mir da irgendwas zu essen machen kann. Mal sehen, wie das hier so funktioniert. Ich werde jetzt mal versuchen, irgendwie erstmal Leguan am Stiel herzustellen. Das scheint mir jetzt irgendwie das Logischste, was ich machen kann, wenn meine Feuer nicht ausgegangen sind bei dem Regen. Was ich mir durchaus natürlich auch vorstellen könnte, das wäre wahrscheinlich nicht so unwahrscheinlich. Ah ja, es gibt also auch noch Wälder. Hier sollte ich nicht runter. Hier ist okay. Das hat tatsächlich irgendwie geklappt mit dem Abwaschen durch den Regen. Das finde ich auch schon ziemlich geil, ehrlich gesagt. Also solche Mechaniken, das freut mich immer, wenn sowas funktioniert. Und es ist schön zu sehen, dass das in diesem frühen Stadium alles schon integriert ist. Da kann man über bestimmte andere Sachen, die nur noch ein bisschen unfertig wirken, relativ einfach hinwegsehen.
Ich kann nur sagen, das sind gut angelegte 15 Euro, was ich hier bisher sehe. So, unsere Feuer sind natürlich ausgegangen. Hier ist Matschepampe, damit konnte man sich irgendwie einschmieren, ne? Ja, ja, konnte man. Feuer, kann ich die nochmal anmachen? Natürlich nicht. Scheiße. Wenn ich jetzt ein neues baue, ist es wahrscheinlich genauso schnell aus wie das andere auch. Ne, es geht. So, jetzt wollen wir mal gucken hier. Jetzt haben wir natürlich keine Stöckchen mehr. Stöckchen. Gib mir mal schnell irgendwas hier. Haben wir. Stöckchen. Und wenn ich jetzt... Ah. Oh, wieder ins Feuer gelaufen, ich Idiot. Ich glaube, daran sterbe ich. Ich könnte aber irgendwie versuchen, Medizin. Habe ich Medizin? Snacks. Medicine restores health. Ja, dann machen wir das doch. Und einen Snack nehmen wir auch nochmal zu uns. So. Okay, also wieder was gelernt. Ins Feuer laufen ist eine schlechte Idee. Jetzt kombinieren wir mal so ein Stöckchen mit dem Lizard. Ne, das geht nicht. Doch, hier kann ich das drauflegen. Jetzt habe ich das draufgelegt. Das Feuer noch mal ein bisschen anfachen. Steinchen weglegen. Weiß noch nicht, was ich mit den Federn soll, aber... Wie? Ach so, jetzt kann ich das doch wieder entfachen. Verstehe. Warum dieses hier nicht? Weiß kein Mensch. Es ist jetzt auch schon richtig duscht da. Der Lizard hat sich ver... Der ist verbrannt. Oder was? Ja, der Lizard ist... verbrannt. Ist da irgendwas mit Scheinwerfern unterwegs? Was hat der denn für eine... Taschenlampen? Interessieren sich aber offensichtlich nicht sonderlich für mich, die Jungs. Bin ich ganz okay. Na, oder jetzt doch? Na? Gott, bist du ein hässlicher Bastard. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal jemand gesagt hat. Tag. Ja, hau doch ab. Hau doch ab. Feigling. Ja, nichts kannst du. Nichts kannst du. Bin ich schon wieder in mein Feuer gelaufen, ich Idiot. Wegen ihm hier. In seine Einzelteile zerlegt. Trottel. Feuer ist nicht mehr zu gebrauchen. Herrlich. Also. Brauche ich schon wieder eins. Bam Bam Boozle. Oh, jetzt kommen sie aber big time hier. Und die sind auch nicht gerade leicht zu besiegen. Muss ich sagen. Ja. Ja. Habt ihr gesehen, was ich mit eurem Kumpel gemacht habe? Bist denn du gerade hingefallen? Ich bin schon wieder in mein Feuer gelaufen. Ja, fantastisch.
Besten auch hingefallen. So. Also dieses Feuer würde ich jetzt gerne irgendwie am Laufen halten, denn ich würde mir gerne noch irgendwie einen Leguan oder irgendwie einen Hasen oder irgendwas. Guck mal, da ist ein Hase. Hallo Hase. Hier sind aber mehr hingefallen, als ich getötet habe, muss ich sagen. Da ist auch jetzt ein Hase. Und mehrere Leguane. Ich möchte bitte nichts zu tun haben mit diesen Beinen. Wir versuchen uns nochmal den Leguan zu grillen. Take. Und jetzt müssen wir den irgendwie im Auge behalten oder so. Och Mann. Also wirklich, wenn man zu blöde ist, wa? Wie kann ich den denn jetzt nehmen? Hör doch mal auf zu brennen jetzt. Eat. Ah ja, da war er dann fertig und dann habe ich ihn gegessen. Okay, das war relativ simpel. Man muss das dann offensichtlich gut im Auge behalten. Wir müssen mal wieder unsere Axt in die Hand nehmen. Was steht denn eigentlich noch Interessantes in diesem Buch drin? Feuer. Ein stehendes Feuer. Na, wenn die Zeichnung nicht zweideutig ist, weiß ich es aber auch nicht. Ich könnte ja tatsächlich auch versuchen zu schlafen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, es wird nichts. Ich probiere das jetzt einfach mal. All das Kämpfen hat mich müde gemacht. Gute Nacht. Ich glaube, wir haben damit auch irgendwie wieder eine ganze Menge gesehen. Ich hoffe, dass das irgendwie mit dem Speichern funktioniert und wir irgendwie in der nächsten Folge an dieser Stelle hier weitermachen können und nicht nochmal von vorne anfangen müssen. Vielleicht mache ich da auch irgendwas falsch. Ich sage bis dahin erstmal danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.